So, jetzt werden wieder manche aufspringen und sagen, gesetzlich gesehen ist das de facto keine Enteignung. Nennt es, wie ihr wollt. Das, was hier gerade in den Niederlanden passiert, kommt genau einer Enteignung nach gegen die Vertragsfreiheit und könnte sogar zu einem Präzedenzfall für die gesamte EU werden. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, worum handelt es sich? Es ist hier ein neues Gesetz, welches wahrscheinlich auch eine parlamentarische Mehrheit bekommen wird. Und zwar direkt von Hugo de Jong, dem entsprechenden Minister in den Niederlanden. Ich habe es jetzt mal übersetzt. Neues Gesetz erlaubt es der Gemeinde, an der Entscheidung, an wen sie ein Haus verkaufen, mitzuwirken. Worum geht es also? Wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, dann wird das natürlich beim Notar und so weiter fest verankert, sodass man immer einen Vertrag hat. Und eigentlich dachte ich immer, in einer Marktwirtschaft gibt es noch irgendwie so etwas wie eine Vertragsfreiheit. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Haus oder diese Wohnung irgendwann mal verkaufen möchte, dann finde ich mir einen Käufer für diese Wohnung oder für dieses Haus. Dann schütteln wir uns die Hände, ja, trinken danach vielleicht noch zusammen mit dem Notar oder den Anwälten ein paar Bierchen, ja, und dann geht das Ganze über die Bühne. Nicht aber so in den Niederlanden, denn das Ganze wird tatsächlich auch eine wahrscheinliche parlamentarische Mehrheit bekommen. Und was genau steht konkret drin? Dass in Zukunft Wohnungen und Häuser, die einen Wert von über 355.000 Euro haben, nicht mehr einfach an wen auch immer verkauft werden müssen, sondern dass die Gemeinde jetzt ein sozialistisches Mitspracherecht darüber hat, an wen du diese Wohnung oder dieses Haus veräußern kannst. Nein, das ist kein Scherz. Ja? Ich kann euch jetzt leider auch nicht kneifen, so dass ihr aus dem Albtraum irgendwie aufwacht. Es ist tatsächlich so. Und jetzt werden sich manche Leute sagen, naja, ist doch nicht so schlimm, ja, weil es ist doch auch vollkommen okay, wenn Leute, die jetzt beispielsweise normalerweise auf dem Häusermarkt nicht so ein teures Haus oder so leisten können, ja, dann können die sich hier über so eine günstigere Wohnung oder Haus für 355.000 Euro das eben leisten. Aber die Leute und in diesem Fall diese Politiker wie Hollande und so oder de Jong, die merken gar nicht, wie man dadurch den kompletten Markt verzerrt. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber erstmal jetzt bei dem ganzen freiheitlichen Aspekt. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen. Du kannst jetzt nicht mal mehr einfach dein Haus verkaufen, was dir gehört, was du vielleicht unter jahrelangen Abzahlungen bei der Bank eben jetzt als dein Eigentum betrachten kannst. Ich finde das einfach sowas von heftig. Früher habe ich schon ab und zu mal den Hashtag EUDSSR verwendet und dann hieß es immer, oh, das kannst du auf keiner Art und Weise tun, aber ich finde, das kommt dem immer mehr und mehr gleich. Ich meine, überleg mal, du willst jetzt zum Beispiel auch schnell dein Haus verkaufen, nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine Scheidung gerade hinter dir oder einen Todesfall oder irgendetwas anderes, du brauchst dringend Geld, ja, zum Beispiel, weil du irgendwelche Wärmepumpen einbauen musst und kannst es dir eh nicht mehr leisten und du musst dann verkaufen und jetzt auf einmal musst du aber erstmal bei der Gemeinde auch anfragen, ja, an wen du überhaupt verkaufen kannst. Weil nehmen wir jetzt mal an, es handelt sich tatsächlich um eine Wohnung, die jetzt am normalen Markt nur 200.000 wert ist oder so, dann würdest du ganz klar hier reinfallen unter diese 355.000 Schwelle und müsstest ja, weil du ja erstmal nicht einfach so frei verkaufen kannst, erstmal einen Antrag bei der Gemeinde stellen, dass du verkaufen willst. Das ist pure Einschränkung der Freiheit. Jetzt aber so ein bisschen zu den ganzen Marktmechanismen, weil es heißt ja in der aktuellen Zeit, wir sollen immer aus der Geschichte lernen. Hier merkt man wieder, dass die Politiker nichts aus der Geschichte gelernt haben. Denn damals in der Finanzkrise gab es ähnliche Fälle. Alle schieben ja die Finanzkrise nur immer den ganzen gierigen Bankern in die Schuhe. Und versteht mich nicht falsch, die hatten natürlich auch einen hohen Anteil daran. Immer teurere und immer spekulativere Kredite wurden ja damals immer mehr und mehr zusammenverpackt, weiterverkauft in neue Produkte und Derivate, dann wieder abverkauft und so. Aber man muss sich ein bisschen auch die Frage stellen nach den Anreizen, warum die das damals gemacht haben. Und ein Gesetz damals unter Bush lautete nämlich, dass es eben keine Diskriminierung mehr bei der Kreditvergabe geben kann, weil eben häufig zum Beispiel Menschen mit einem hispanischen Hintergrund jetzt, kulturell gesehen, ja, eben seltener Kredite bekommen haben, einfach aufgrund der Bonität.
Und deswegen, wegen des Gesetzes, waren dann Banken teilweise verpflichtet, auch hier Kredite zu vergeben. Und als Bank willst du natürlich dann immer deine Risiken reduzieren. Und dann haben sie angefangen zu sagen, okay, wir vergeben zwar hier diese Hypothekenkredite und so weiter, aber wir verpacken sie dann und verkaufen sie weiter an ein anderes Unternehmen. Und genau das sind immer diese ganzen Dinge, die passieren, wenn man jetzt hier in den Markt so eingreift. Und das wird hier natürlich auch passieren. Die Idee, die ich zum Beispiel direkt hatte, wäre, naja, wenn jetzt das Gesetz beschlossen wird, dann kommt irgendeine neue Firma beispielsweise daher und sagt sich, schreibt alle Hausbesitzer und Wohnungsbesitzer an, deren Wert ungefähr in dieser Kategorie oder ein bisschen darunter liegt. Nehmen wir mal an, zum Beispiel für 300.000 Euro. Und jetzt sagen die, pass mal auf, wir finanzieren euch jetzt Modernisierungen für diese Wohnung oder für dieses Haus, um den Wert dieses Hauses zu steigern über diese 355.000 Schwelle, weil dann könnt ihr ja das Haus frei verkaufen an Leute, die das meiste bieten und nicht das wenigste, weil es ja im Endeffekt so eine Art umgekehrte Versteigerung sonst ist. Und dann, wenn das Haus verkauft wird, kriegen wir als Finanzierer beispielsweise einen Anteil der Provision. Ganz einfaches Ding. Das heißt, solche Gesetze führen schlussendlich ja dazu, dass die Immobilienpreise sogar weiter noch steigen können. Und das ist doch sowas von klar, gerade bei denen, die an der Schwelle sind, und wird dann natürlich auch nicht dazu führen, dass die Leute, die sich es erst recht nicht leisten können, dadurch irgendwie auf magische Art und Weise so besser oder einfacher an Wohnraum kommen. Also man sieht nicht nur in Berlin oder in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden, ich meine, man muss sich ja nur auch anschauen mal, wie die dort mit ihren Landwirten und so weiter umgehen, da kann es einem wirklich kalt den Rücken runterlaufen. Also das hat mich wirklich sehr stark sogar an die Trucker-Proteste in Kanada teilweise erinnert. Aber leider könnte das auch wirklich ein Präzedenzfall für die ganze EU sein, wenn dieses Gesetz tatsächlich kommt. Und ich kann natürlich nur hoffen, dass es nicht so weit ist. Aber wir müssen auch gar nicht immer in die Niederlanden oder woanders hinschauen. Ich meine, auch in Deutschland schlagen jetzt immer Mieterschutzverbände Alarm aufgrund eben der Wärmepumpen und der damit einhergehenden Modernisierungsumlagen. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein komplizierter Mumpitz, wirst du dir denken? Nun ist es folgendes. Aktuell ist es schon so, dass wenn beispielsweise dein Vermieter, wenn du jetzt Mieter bist, ja, wenn der Vermieter deine Wohnung saniert, also modernisiert, wie man sagt, zum Beispiel neue Dämmungen macht und so weiter, dann kann er 8% seiner Kosten umlegen auf die Miete, deswegen Modernisierungsumlage. Der Clou an der ganzen Sache ist, und was viele nicht wissen, dass diese 8% auch dann noch endlos weiter gelten, ja, also jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage, weil meine Immobilienkollegen und so, dass die mir dann nicht danach auf die Finger klopfen und sagen, was haust du hier für Infos raus, ne? Aber ist mir egal, weil 8%, die du an Modernisierungsumlage auf den Mieter umlegen kannst, die gelten endlos. Auch dann, wenn sich deine Modernisierung schon lange amortisiert hat. Und im GEG-Gesetzesentwurf steht jetzt drin, dass wegen den hohen Kosten durch die Wärmepumpen und damit einhergehenden Modernisierung nochmal neue Umlagen kommen können und dass schlussendlich eben noch ein höherer Anteil an diesen ganzen neuen Modernisierungen wieder am Ende auf den Mieter umgelegt werden kann. Ja? Und jetzt ist natürlich die Sache, nennst du das also jetzt, wenn es einfach nur teurer und teurer für den Mieter wird, ist das natürlich keine Enteignung. Ja? Wenn man jetzt aber mal zurück nach Holland schaut und sagt, hey, pass mal auf, ich habe irgendwann mal einen Vertrag geschlossen. Ja? Das ist ja genau das Gleiche, wie wenn ich eine Firma gründe und so. Und ich werde durch zunehmende Maßnahmen und Regulierungen des Staates immer weiter gegängelt. Und irgendwann kann ich noch nicht mal mehr mein Eigentum verkaufen, an wen ich möchte. Dann kannst du zwar sagen, es ist jetzt de facto noch keine Enteignung, ja. Aber das, was du sagst, ja, ist dann nicht mehr die Repräsentation von den tatsächlichen Fakten, die nun mal hier gegeben sind.